hier und warum bin ich auf einem einzigen Block? Schaut euch das an. Unter mir ist einfach alles schwarz. Okay, was machst du denn bitte sehr hier? Hä? Ziblaki, was machst du denn hier? Oh Mann, das wollte ich gerade dich fragen. Ich glaube, du weißt es auch nicht. Wieso sind wir hier auf einem einzigen Block? Und warum geht es so tief dort runter? Oh Mann, alles ist schwarz dort unten und oben. Oben ist auch nichts. Ja, genau. Überall ist nichts. Ich glaube, wir müssen hier jetzt irgendwie versuchen zu überleben. Und wie wir das schaffen sollen, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, Ziblaki. Das macht gar keinen Sinn. Wir haben kein Essen. Wir haben keine Blöcke. Wir haben nichts. Ziblaki, wir haben wirklich nichts. Wir haben nur einen einzigen Grasblock und der bringt uns gar nichts. Ja, genau. Da könnte vielleicht Gras wachsen, aber auch nicht mehr. Was sollen wir jetzt nur tun? Sollen wir den vielleicht mal abbauen? Ziblaki, dann fallen wir ganz tief runter. Was redest du da? Oh nein, du hast recht. Unter uns ist alles schwarz und ich will nicht wissen, was dann passiert, wenn wir dort runterfallen. Das heißt, wir müssen jetzt den Bauenblock ab und zack. Okay. Hä? Was ist jetzt gerade bitte passiert? Warum ist der Block nicht kaputt gegangen? Ich glaube, die wollen uns für immer hier gefangen halten. Oh Mann. Ich glaube auch, okay. Aber ich habe einen Dirtblock bekommen. Den können wir einfach jetzt hier platzieren. Und jetzt haben wir schon eine größere Insel. Let's go, Freunde. Wow, du bist so klug, Ziblaki. Ich würde sagen, wir bauen den einfach nochmal ab. Und mal schauen, was passiert. Und zack. Let's go. Wow, ich habe noch einen Dirtblock bekommen. Aber wir müssen aufpassen. Nicht, dass die runterfallen. Das war echt knapp. Ja, das war echt knapp. Schon die ganze Zeit ist es knapp, Ziblaki. Wir fallen hier fast runter. Egal, lass uns nochmal abbauen und zack. Und let's go. Ich habe noch einen Dirt bekommen und somit können wir die Insel so hart vergrößern. Wie cool ist das denn bitte sehr? Und zack, jetzt bin ich schon hier oben. Aber was bringt uns Dirt und kommt die ganze Zeit nur Dirt raus? Uns bringt doch gar nichts die Erde. Ja, stimmt eigentlich. Mann, die wollen es doch komplett verarschen. Ich will was Besseres. Ich will kein Dirt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Oh Mann, da kommt einfach nichts Gutes raus. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es auch nicht, Ukri. Bau einfach weiter ab und gib mir mal das ganze Dirt. In der Zeit vergrößere ich mal die ganze Insel und du baust hier weiter ab. Ey, du hast ein Dirt fallen lassen. Oh, tut mir leid, aber schau, wie viel ich schon habe, Ziblaki. Oh Mann, das ist so cool. Oh, schon 13 Dirt. Okay, ich baue jetzt die Insel weiter. Zack, zack, zack. Und dort ist dann der eine Block, wo wir uns immer erinnern müssen, dass der ganz viel Dirt droppt. Was ist denn jetzt passiert? Siehst du es da außen? Ja, ich sehe es. Wir haben eine kleine Sonnenbeschränkung. Aber ich sehe auch, was dort passiert ist. Uri, schau dir das mal an. Da ist ein Holzblock. Holz? Oh Mann, endlich Holz. Wir haben schon so lange gewartet. Und komm schon. Wow, endlich Holz. Oh Mann, der ist aber fast runtergefallen. Deswegen müssen wir aufpassen. Und was machen wir mit dem Holz? Ich weiß nicht. Vielleicht mal eine Crafting Bench oder so. Eigentlich brauchen wir Saplings, um ganz viele Bäume anzupflanzen. Aber schau, ich habe sogar einen Moosblock bekommen. Aber wofür der uns nützlich ist, weiß ich auch nicht. Ich platziere den einfach mal hier. Und jetzt bauen wir weiter ab. Let's go. Und noch ein Holzblock. Holz, 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 Holz. Holz. Oh Mann, ich liebe Holz. Ziblaki, hast du einen Holzblock bekommen? Ja, ich hab den bekommen. Hier, ich droppe ihn dir mal und in der Zeit vergrößere ich nochmal die Insel. Zack, ich mach zack, uns mal zack. Eine Crafting Bench, oder nicht? Schau dir das mal an und zack. Jetzt haben wir schon mal eine Crafting Bench. Eine Crafting Bench ist sehr wichtig für den Anfang. Oh, du hast recht, Uri. Damit könnten wir zum Beispiel eine Schaufel machen und mit der Schaufel können wir schneller das ganze Dirt hier abbauen. Oder wir bauen uns eine Axt. Vielleicht noch besser. Wir machen uns einmal eine Spitzhacke, damit falls wir, obwohl wir haben ja nicht mal Stein, wir brauchen unbedingt Stein, Ziblaki. Oh, du hast recht, was machen wir denn jetzt nur? Ich droppe dir mal noch mehr Holz oder, warte mal, das verarbeite ich mal selber zu ganz vielen Planks und damit können wir uns dann gleich noch mehr Ausrüstung machen. Ich mache mal und nimm hier nochmal ein paar Sticks, zack, let's go und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Stein, aber wo ist das Stein? Hast du schon eine Spitzhacke? Nein, ich habe leider noch keine Spitzhacke. Warte, ich mache uns eine und so, zack, perfekt, ein Schwert brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Hier sind ja überhaupt keine Gegner. Außer wir müssen gegeneinander kämpfen. Okay, nein, wir müssen zusammenhalten. Ganz vergessen, Teamarbeit, sonst kommen wir nicht voran. Okay, stimmt. Also, nimm meine Spitzhacke, Ziblaki. Hör zu, wir werden jetzt die größte Insel bauen und vielleicht kommen wir dann irgendwie hier weg, denkst du nicht? Ja, das glaube ich auch. Aber wir müssen die Insel auch mit ganz vielen Leuten bewohnen. Warte mal, was? Mit ganz vielen Leuten bewohnen? Genau, wir bauen eine ganze Stadt. Wow, stimmt. Was ist, wenn wir einfach die ganze Minecraft-Welt nochmal neu bauen. Oh ja, das wäre ultra cool. Und ich würde sagen, das versuchen wir jetzt auch, denn wir kommen hier ja irgendwie gar nicht weg. Und dann ist das unsere letzte Wahl.
Oh, stimmt. Denkst du, wir werden unsere Freundin nie wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich würde gerne nochmal Lea wiedersehen. Ja, ich würde auch gerne mal Orks und Lea wiedersehen. Denkst du, wir könnten sie vielleicht auf diese Insel einladen, wenn wir fertig sind mit der ganzen Insel? Oh ja, das werden wir machen. Aber davor müssen wir die ein bisschen schöner machen. Wir brauchen ein eigenes Haus, Freunde. Ich habe die Idee. Das ist unser erstes Ziel. Wir bauen ein schönes Haus, Ukri. Oh ja, ich habe richtig Lust. Okay, was machen wir uns als nächstes? Ich habe jetzt wieder mehr Holz gefarmt. Ja, ich habe auch ein bisschen was an Holz und ich habe mir meine Schaufel, eine Axt gemacht und ich habe ja noch die Spitzhacke und damit geht das Ganze schon viel schneller. Schau! Wow, stimmt, du hast eine Schaufel. Ich mache mir auch eine und zack. Keine Chance für Steins im Lucky. Und wow, ein Villager? Was denn das? Warte mal. Er verhandelt mit uns. Schau dir das mal an. Oh, ja, ich sehe es. Ein One-Block-Trader. Wie ist der da gerade bitte sehr aus dem Block gekommen? Scheint so, als ob wir nicht nur Blöcke rauskriegen können, sondern auch Tiere und Menschen. Stell dir vor, da kommt Lea raus oder Orksi. Warte mal, stimmt, ich schau mal. Vielleicht kommen unsere Freunde da auch raus, aber ich glaube eher nicht. Okay, Ukri, ich würde sagen, ich schaue einfach mal nach, was für Trades der hat. Der heißt nämlich One-Block-Trader. Ich klicke ihn einfach mal an. Wow. Wow, wir können mit ihm richtig coole Sachen traden. Ja, genau. 4 Holz gegen ein Eisen, gegen ein rohes Eisen. Dafür brauchen wir noch einen Ofen. 4 Cobblestone gegen ein Sapling. Wow, damit können wir Bäume pflanzen. Aber wir brauchen erstmal Steine. Das kriegen wir irgendwie gar nicht. Und 12 Stein gegen 6 Weizen. Und damit können wir uns Essen machen. Ganz genau, wir können uns Brot machen. Hast du eigentlich schon Hunger verloren? Ich noch nicht. Nein, ich auch noch nicht. Deswegen brauchen wir noch kein zu essen. Ich würde sagen, als allererstes holen wir uns ein Eisen. Was bringt uns das eigentlich? Was hast du gemacht, Simlucky? Oh, weiß ich auch nicht. Aber ich würde sagen, wir müssen irgendwie versuchen, an Stein ranzukommen. Denn du hast ganz genau gesehen, diese Trades mit Stein sind ultra OP und wir haben einen neuen Block bekommen. Was war das? Mats, oh wow, einfach Schlamm. Okay, und wofür brauchen wir bitte sehr Schlamm? Lass uns einfach weiterbauen und zack. Ja, warte, genau. Siehst du das? Das waren gerade Baumblätter, ganz genau. Und die machen ja Setzlinge. Genau, die machen Setzlinge und dadurch könnten wir einen Setzling kriegen. Aber irgendwie haben wir kein Glück. Ich glaube, wir müssen beim Villager Setzlinge kaufen. Okay, egal, komm schon. Wow, okay, ich habe einen Setzling bekommen. Nein, niemals. Oh doch, schau dir das mal an. Ich habe einen Setzling. Villager, du siehst es auch schon, oder? Ja, jetzt bist du neidisch, ne? Wir haben zwar keine 4 Steine, aber wir haben jetzt selber einen Setzling, haha. Genau, gib uns jetzt 4 Steine her. Ich würde gerne Steine haben. Oh nein, das will der leider nicht. Egal, ich platziere den Setzling genau hiervon. Warte mal, ich baue mich ein bisschen raus. Zack, zack, zack. Und perfekt. Und mach die Plattform jetzt hier ein bisschen größer und werde hier unseren ersten Setzling platzieren. Let's go, Simlucky. Endlich haben wir einen riesen Baum gleich. Und da können wir noch viel mehr Holz rauskriegen. Wir bauen sofort wieder weiter ab. Das dauert so lange, Simlucky. Was denn jetzt passiert? Wir haben noch einen Villager bekommen. Wow, ey, Ukri, wir müssen langsam anfangen, ein Zuhause für die zu bauen. Denn wenn wir das nicht machen, dann fliehen die uns doch alle. Stimmt, die wollen ja auch nicht hier für immer auf dieser Insel bleiben, wenn hier nichts Cooles ist. Aber schau mal diesen Villager an, was der hat. Warte kurz, Ukri, mache ich gleich. Wir brauchen aber wirklich ein Zuhause. Nein, 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 wir bauen die Erde vielleicht gleich. Aber stell dir vor, es wird dunkel und dann müssen wir ein Haus haben. Warte mal, ich schau einfach mal nach. Und zack, was tradet der? Wow, Kürbiskerne, ganz viel Eisen gegen und Diamanten gegen eine Schalker-Shell. Deine Trades sind nicht unbedingt gut, aber er hat Kürbiskerne und damit können wir uns ganz viel Essen machen, Ukri. Ganz genau, und er hat auch Gold und Gold brauchen wir später, um ins Nether zu kommen. Oh, ja, das könnte wirklich sein. Naja, wir werden ja noch sehen. Ich würde sagen, ich verschwende das ganze Dirt hier mal, um die Plattform größer zu machen. Schau mal. Du hast eine Kiste bekommen. Truhe gemacht. Und jetzt können wir dort alles einlagern. Oh, wow, stimmt, können wir wirklich. Ich würde sagen, ich tue da das ganze Holz rein und das ganze Moos. Wofür wir das brauchen, weiß ich eigentlich immer noch nicht. Moos ist halt einfach unnötig. Warum hat das Spiel das überhaupt drin? Weißt du, was wir eigentlich auch brauchen? Wir brauchen Lava und Wasser, weil dann könnten wir theoretisch unendlich viel Stein machen. Oh, wow, wir haben einen neuen Villager bekommen, Ukri. Und, warte mal, siehst du eine Sache noch? Wir haben einen Stein bekommen. Und, wo ist der andere Villager? Ein Stein. Und, irgendwie ist der erste weg. Ich weiß auch nicht. Aber dafür hat der neue jetzt andere Fähigkeiten und er hat denselben Namen, also gar nicht mal so schlecht. Was hat der für Traits? Oh, wir können einen Wassereimer kriegen, Ukri.
Wow, stimmt. Eben habe ich ja noch davon geredet. Wir brauchen jetzt einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Und dafür brauchen wir 5 Eisen. Dann lass uns mal drauf sparen, oder nicht? Ja, genau. Und ich habe sofort das erste Stein abgebaut. Denn endlich haben wir hier Steine rausbekommen. Und schau mal, ich glaube, wir können einfach 4 Cobblestone zu 2 gebratenem Hühnchen machen. Wie krass ist das denn bitte sehr? Aber dafür brauchen wir erstmal mehr Stein. Irgendwie ist Stein gerade so selten wie Diamanten. Ja, ganz genau. Oh, da ist Stein. Oh, hast du bekommen? Ja, ich hab's bekommen, okay, perfekt. Und nochmal Stein, ich will's auch einmal bekommen. Ey, ist das dein Ernst? Ich will auch einmal Stein bekommen. Und Blacky. Oh nein, ich werde das ganze Stein ganz sicher bekommen. Und zack, zack, und zack, 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 zack. Und, nein, Villager, fall nicht runter, ja? Ich habe eine richtig gute Idee, was wir machen können. Was für eine Idee? Lass uns eine Liebesinsel bauen. Eine Liebesinsel? Okay, warte mal. Was willst du mir damit sagen? Ja, schau doch, du weißt doch ganz genau, wir sind nur zu zweit auf einer Insel und wir können nicht für immer hier zu zweit bleiben. Ach so, du willst Lea ranholen? Oh, ich hab schon gedacht, Okri. Egal, es wird Nacht, Okri. Wir müssen jetzt auf andere Dinge konzentrieren, anstatt auf eine Liebesinsel. Wir müssen ein Zuhause für die Villager bauen, denn du weißt ganz genau, was nachts spawnt. Oh ja, stimmt, Jim, stimmt. Ganz viele fiese Monster. Oh ja, ganz genau. Und deswegen müssen wir ein schönes Holz für die Villager bauen. Ey, Simlucky, willst du wirklich so ein Riesenhaus bauen für die Villager? Ich meine, die sind ja nicht mal nett zu uns. Sie reden ja nicht mal mit uns. Oh ja, eigentlich hast du recht. Naja, okay, wir müssen ihnen ein schönes Haus bauen, damit die uns bessere Trades geben. Stimmt, Villager? Siehst du, er redet nicht. Das macht keinen Sinn, Simlucky. Oh ja, ach man, ich hab's mir anders vorgestellt. Naja, dann wird das Haus uns gehören. Mit 41 Erde können wir uns einfach 8 Roheisen holen. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, ich habe leider nur 12 Erde. Ich habe das hier alles verschwendet. Komm, wir brauchen mehr Erde, 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 Erde. Simlucky, Simlucky, schau mal, was ich mir gemacht habe. Eine Steinaxt. Oh, wow, eine Steinaxt. Ey, wie cool ist das denn bitte sehr? Und sogar eine Steinspitzhacke. Ey, okay, warum hast du mir nichts davon gemacht, hm? Warum hast du dich selber gemacht? Du hast genug Stein. Du wolltest mir doch aber einfach keinen Stein geben. Oh nein, wir müssen zusammenarbeiten, Okri. Egal, ich mache mir das jetzt auch, denn ich habe genügend Holz und genügend Stein. Du weißt nicht, was ich bekommen habe. Soll ich dir sagen? Soll ich dir sagen? Ich habe einen weiteren Zerpling bekommen. Wow, den können wir jetzt auch anpflanzen, Okri. Pflanze ihn hier irgendwo an, aber eigentlich will ich gar kein Dirt verschwenden. Wir brauchen ja das Dirt für den Water Bucket. Was war das hier vorne? Das sieht voll hässlich aus. Ja, genau. Ich weiß, das sieht hässlich aus. Aber das ist einfach Moos. Ich weiß auch nicht, wofür wir das haben. Oh, damit können wir ja eigentlich die Insel erweitern. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir das abbauen, wir runterfallen. Weil das geht so schnell, Okri. Schau dir das mal an. Bam! Komm schon, da passiert nichts. Wir bauen einfach den Zerpling auf dem Moos. Dann verschwenden wir keine Erde. Oh, eigentlich hast du recht, Okri. Okay, so machen wir das. Wir haben nämlich noch 40 Moos. Wow, wie viel ist das denn bitte sehr? Und am Schluss kriegen wir irgendwie für 50 Moos einen riesen Diamanten und wir verschwenden das alles. Ich glaube, gleich haben wir schon genügend Dirt, um einen Waterbucket zu kriegen. Und ich sehe gerade, ich glaube, der hat wieder ein Upgrade bekommen. Und jetzt gibt mir all den ganzes Dirt. Ich will den Waterbucket kriegen. Ich habe nur 6 Dirt. Was ist das Problem, Simlucky? Oh, ich glaube nämlich, das sollte reichen, Okri. Und, wo ist das? Wo ist nochmal der Trade? Warte mal, ich glaube, der Trade ist weg, Okri. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Wo ist das Roheisen? Doch, der ist weg, Okri. Nein, haben wir das jetzt alles umsonst gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Okri, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt weiter unser Haus bauen, denn Eisen haben wir jetzt nicht bekommen. Aber ey, warte mal, wenn er jetzt andere Trades hat, hat er bestimmt ganz gute Trades. Wow, er tradet Karotten, Okri, das müssen wir nutzen. Denn was ist, wenn der Villager sich gleich wieder überlegt, seine Trades zu ändern? Stimmt, dann haben wir überhaupt kein Essen mehr, aber irgendwie verlieren wir auch keinen Hunger. Was ist das für eine komische Insel? Doch, Okri, ich habe schon Hunger verloren. Warum du noch nicht? Ich habe schon 3 Hungerbalken. Aber jetzt müssen wir irgendwie die ganzen Karotten anbauen, aber das klappt auch nicht. Denn Karotten und anbauen, wir haben gar kein Wasser, Mann. Stimmt, wir haben kein Wasser. Wir können uns jetzt keinen Eimer machen. Und das alles nur wegen diesem Villager. Warum musste der sowas tun? Oh ja, ich weiß es auch nicht, Mann, Alter. Du bist echt unfair, blöder Villager. Aber zum Glück sind hier gerade keine Monster gespawnt. Denn ich glaube, die Insel war noch nicht groß genug. Ich würde sagen, deswegen bauen wir das Ganze hier mal ein bisschen größer. Nicht, dass die Monster spawnen, sondern damit wir hier unser schönes Haus weiterbauen können. Zack, das sollte reichen. Und hier baue ich den nächsten Stamm auf. Und hey, Simlucky, das ist so stark, wirklich, wir schaffen das auf jeden Fall. Wir werden es schaffen, ins Desert zu kommen und danach ins Enderportal. Genau, und dann irgendwann und solange den Enderdrachen werden wir eine eigene Welt aufbauen. Ja, so machen wir das, Okri. Ich mach kurz das Ganze zu Saplings, zack, zack, zack. Und Okri, bau du so lange weiter. Ich baue hier schon mal unser schönes Haus. Und perfekt, perfekt, perfekt. Obwohl, ich glaube, das wird das Villager-Haus. Das ist echt klein. Zack, Freunde, das Haus ist ziemlich klein, aber für den Anfang sollte das eigentlich passen, Okri. Was meinst du? Klar passt das.
das für ein Anfang? Schau es dir mal an. Das ist zwar klein, aber fein. Und wir können ja immer wieder besser werden. Oh ja, da hast du recht, Uri. Ich finde das Haus auch gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen nur noch ein Dach und zack, zack, zack. So sollte das schon passen. Und jetzt sind wir fertig mit unserem kleinen Haus. Aber wir brauchen noch eine Tür. Das mache ich uns auch noch eben. Und perfekt, jetzt haben wir auch schon die Tür. Platzieren die hier. Und jetzt sind wir fertig mit unserem Haus. Obwohl, wir brauchen noch Fenster. Aber Glas haben wir ja auch keins. Oh ja, stimmt. Und wir kriegen niemals Sand hier raus. Das Einzige, was wir bekommen, Stein, Holz, Erde und irgendwie ein Schlamm und Moos. Wofür brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung, Mann. Was? Okay. Hast du das gesehen? Was machen wir jetzt, Blacky? Was hast du getan? Ich weiß auch nicht. Das war deine Schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, Freunde, was tun wir jetzt? Oh Mann, warum fällt der Villager denn einfach hin? Und oh Mann, die ganzen Bäume wachsen auch nicht weiter. Ukri, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl mehr. Wir müssen hier runterspringen. nein, Ukri, komm doch nicht auf solche Gedanken. Okay, ich würde sagen, wir nutzen jetzt einfach einen Villager, kaufen uns was an Zuckerrohr, denn wir dürfen nicht den Villager verschwenden. Du weißt ganz genau, wenn die einmal runterfallen, kommen die nicht mehr wieder. Und ich hoffe, der respawnt gleich oder so. Oh nein, ich glaube nicht, Mann. Der müsste irgendwie mit einer Rakete wieder nach oben kommen. Aber ich glaube, das schafft er nicht. Oh ja, Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich kaufe mir aber hier ein paar Eggs. Wow, der hat so gute Trades. Darauf haben wir gerade gar nicht geachtet. Und hier ist einfach ein Baum gespawnt, Ukri. Nein, niemals. Oh doch, schau mal her. Da ist ein Baum. Wie schön ist das denn bisher sehr? Und ich sehe gerade, mit den Eiern könnten wir einfach unsere Hühnchenfarm machen. Also, Ukri, du weißt ganz genau, wir kaufen jetzt ganz, ganz viele Eier. Und let's go. Ich habe schon 3 Stück mehr nicht. Und jetzt gibt mir der diesen Trade nicht mehr. Wie ehrenlos kann man nur sein? Ich weiß doch immer nicht, wofür wir Moos haben, Simlucky. Oh ja, weiß ich auch nicht. Naja. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir ja irgendwas falsch. Wofür können wir dieses Moos nur gebrauchen? Aber ich weiß es leider nicht. Ja, ja, mit Chicken werden wir eine Chicken Farm machen. Aber keine Massenhaltung. Das macht man nicht, Simlucky. Ja, genau. Natürlich keine Massenhaltung. Wir halten uns an alle Regeln. Und zack, ich nehme mir noch ein bisschen was an Moos. Und ich würde sagen, hier machen wir dann den Stall. Zack, zack, zack. Genau neben unserem Haus. Oh, und Simlucky, ich glaube, ich weiß, wofür wir den Schlamm haben. Ich glaube, wir müssen eine Schweinefarm machen. Oh ja, das könnte wirklich sein. Okay, okay, dann lass uns das gleich sofort machen. Davor mache ich uns hier nochmal einen Zaun. Zack, zack, zack. Wie geht nochmal ein Zaun? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der hat sich wieder geupgradet. Nein, das kann nicht wahr sein. Aber seine Trades sind gar nicht mal so schlecht. Wir können eine Eisenspitzhacke kriegen. Siehst du das? Oh yeah! Das heißt, ihr könnt Diamanten und sowas holen, aber 64 Stein. Wow, hast du so viel? Nein, so viel habe ich jetzt leider nicht. Ukri, hast du so viel? Ich hab nicht genügend, aber er verkauft auch Schwarzpulver. Brauchen wir das irgendwie? Das kann ich mir kaufen. Ukri, nein, das kaufst du dir ganz sicher nicht. Ich weiß ganz genau, was du damit vorhast. Das tust du nicht. Lass das mal lieber bleiben. Hä? Wie kommst du auf sowas? Lieber würde ich damit TNT machen. Du würdest damit TNT machen. Ich kenne dich doch. Eisen, Simlucky Eisen. Wir können uns doch einen Eimer machen. Wow, Eisen, wie cool ist das denn bitte sehr? Okay, Ukri, wir machen dessen Eimer. Aber uns fehlt eigentlich dann noch das Wasser, Ukri. Das weißt du ganz genau, oder? Eigentlich fehlt uns noch ein Villager, Simlucky. Und das wegen dir. Wegen mir? Warum jetzt wegen mir? Egal, ich baue jetzt viermal einen Baum ab. Denn wir wollen ganz viel Holz haben, damit wir gleich unsere erste Farm bauen. Ich würde sagen, gleich schmeißen wir einfach die ganzen Eier dort rein. Und wow, Ukri, ich sehe es auch. Der Villager ist wieder hochgekommen mit einer Rakete. Aber einfach auf unserem Haus gelandet. Was soll das denn, bitte sehr? Ey, komm mal runter von unserem Haus, du blöder Villager. Egal, schau mal, was für Trades der hat. Seh mal, was er in der Hand hat. Ich glaube, er hat Sand. Er hat Sand. Wirklich, aber 16 Dirt für 25 Sand. Oh Mann, Dirt ist so wichtig und ganz wie Saplings. Und er verkauft sogar 14 Gold für ein Wassereimer. Ich glaube, der will uns verarschen. Das kann doch nicht wahr sein. Woher sollen wir Gold jetzt haben, Alter? Was denkt er sich? Oh Mann, der will uns richtig abziehen. Das kann alles nicht wahr sein. Jetzt kann ich den Stall zu Ende bauen. Zack, nur noch ganz bisschen was. Und zack, zack. Und jetzt ist unser kleiner Stall zu Ende. Aber wir brauchen hier noch den Eingang und zack, somit ist das ganz perfekt. Jetzt brauchen wir noch ganz bisschen was an Glück. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Und zack, ach Mann, wir haben keinen Huhn rausbekommen. Oh Mann, es klappt einfach nicht. Aber Simlucky, ich glaube, ich habe meine Lösung. Weißt du auch welche? Oh nein, welche? Denn wie kann das klappen, Ukri? Denk mal nach, denk mal nach. Nein, mir fällt es einfach nicht ein. Ukri, jetzt sag schon, ich will wissen, wie wir da Leute, Chicken rauskriegen. Leute, ihr müsst alle jetzt ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Weil dann haben wir vielleicht mega viel Glück. Oh ja, das könnte wirklich
wirklich sein, Freunde. Ihr habt's gehört. Lasst jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like und ein Abo da, damit ich hier ganz viele kleine Hühnchen rausbekomme. 2 Stück wäre perfekt. Und 1, 2, 3. Okay, wir werden sehen, ob ihr geliked und abonniert habt, wenn ich jetzt hier ein Hühnchen rauskriege. Und komm schon. Ich habe gar nichts rausbekommen. Simblucky, weißt du was? Aber was wir dafür haben, einen Ofen und Roheisen. Und den platziere ich hier vorne. Oh ja, okay, das ist cool. Und du hast ganz viel Roheisen gemacht. Aber Leute, das nächste Mal müsst ihr abonnieren, damit ich da ganz viele Hühnchen rauskriege. Das war echt nicht cool. Oh Mann, Simblucky, wie schade. Ich hätte direkt ein Like und ein Abo dagelassen. Aber schau mal hier vorne, hier ist noch viel mehr Eisen und Kohle. Yay, yeah, let's go. Okay, Simblucky, wir haben jetzt einfach 20 Roheisen, was ich jetzt nochmal in dem Ofen braten werde. Dann haben wir nochmal Bruchstein, ein Stack, ein Stack Erde. Ich habe so viele Sachen, Simblucky, du weißt ja gar nicht. Und ein Stack Baumstämme, wir haben alles genug von. Wow, außer, Uri, wir sag immer, mir das doch. Wir haben immer noch kein Glas, oh Mann. Uri, aber du hast gerade gesagt, du hast so viel Material hier. Da können wir doch ganz einfach mit dem Villager traden. Aber der hat sich schon wieder ganz oben versteckt. Ey, Mann, du musst ja endlich mal runterkommen. Was soll das eigentlich? Zack, zack, zack. So sollte das passen. Und Uri, schau dir das an. Mit 16 Dirt kannst du dir einfach 25 Sand geben. Gib mir das ganze Dirt. Ja, dann nimm mal meine ganze Erde und komm. Streiten die sich gerade oder sowas? Ich weiß es auch nicht. Das könnte wirklich sein. Und zack. Und perfekt, Uri. Ich trade jetzt ganz viel Sand mit ihm. Und perfekt. Nein, 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 nicht so viel. Wir brauchen erst, da ist doch genug. Oh, ja, ich habe nur einmal getradet. Alles gut, Uki. Okay, gut. Und zack, ich nehme mir das ganze Eisen hier mal raus. Wir brauchen eigentlich einen zweiten Ofen, Uki. Das wäre ganz gut. Aber den müssen wir mal hier hinten bei unserem Haus platzieren. Und ich guck mal in die Kiste. Wo ist das geilste Stein? Gib mir mal ein bisschen Cobblestone. Oh, ja, warte, gebe ich dir gleich. Oh, Mann, komm mal, ich mache diese Treppe wieder kaputt, weil die verstecken sich immer auf dem Haus. Das nervt mich voll. Oh, ja, nervt mich auch voll. Vielleicht haben die Angst, okay, also wie viel brauchst du denn, Lucky, schau's dir an. Ich habe einfach 55 Bruchstein. Oh ja, das passt perfekt. Ich brauche eigentlich nur einen Ofen. Dafür brauche ich nicht viel. Zack, zack, zack. Wir machen hier kurz einen kleinen Kreis. Und jetzt kann ich den hier schon platzieren. Hier machen wir wieder ein Kohlestückchen rein. Und jetzt das ganze Sand. Perfekt. Wir kriegen gleich das erste Mal Sand, Uri. Let's go. Ich freue mich schon. Und lass uns weiter abbauen. Genau. Wir bauen jetzt weiter ab. Und irgendwann können wir dann einfach unser eigenes Haus vollenden. Mit ganz viel Glas. Yo, Simblucky, du musst unbedingt mit der Axt bauen und ich baue mit der Spitzhacke. Du weißt, unsere Taktik zahlt sich aus, Habibi. Und zack, zack, zack. Okay, ich würde sagen, ich schaue mal wieder bei den Villagern vorbei. Vielleicht haben die ja neue Trades und wir haben es übersehen. Und wow, wir haben wirklich neue Trades. Aber irgendwie keine guten. Wir können jetzt einfach Kürbiskerne. Ich würde sagen, ich habe mir mal eins genommen, denn ob wir Kürbis oder so brauchen, wissen wir ja nie. Und sogar ein Melonenkern. Du weißt ganz genau, damit können wir ganz viele Melonen anbauen. Ich habe uns ein Fenster gemacht. Let's go. Oh, let's go, Uri. Und warte mal, wir haben ja so viel Eisen. Damit könnten wir uns ganz viel Eisenrüstung machen und irgendwann dann jetzt gleich einen Enderdrachen besiegen. Und ich habe mir schon mal eine Eisenspitzhacke gemacht. Denkst du, Eisenrüstung reicht gegen den Enderdragon? Der ist voll stark, Simblucky. Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein bisschen schauen, dass wir hier vielleicht Diamanten rauskriegen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Und dann könnten wir auch schon den Enderdrachen besiegen. Aber mit der Eisenspitzhacke geht das Ganze hier auch wirklich schon viel, viel schneller, Uri. Oh Mann, Simblucky, weißt du was? Ich glaube, bei mir kommt gleich ein kleiner Pupsi raus. Und nein, und nein, und nein, schnell hier weg. Was soll das denn heißen? Okay, wir haben doch noch gar keine Toilette. Oh Mann, Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Egal, da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Oh Mann, das stinkt und so. Okay, das kann doch nicht sein. Ja, ich muss doch auch mal auf Toilette, oder nicht? Ja, genau, jetzt mach schon dein Geschäft da drüben. Lass mich in Ruhe, okay. Oh Mann, was ist nur mit Uri schon wieder los? Und, Freunde, habt ihr das auch gehört? Oh, wow, unser Villager hat wieder ein Upgrade bekommen. Und wo ist er diesmal gespawnt? Uri, bist du da? Oh nein, der macht auch immer sein Geschäft dort drüben. Und in der Zeit habe ich schon richtig viel was abgebaut und habe einfach 33 Eisen. Und damit können wir so coole Dinge anstellen. Ich würde sagen, das tun wir einfach hier mal rein. Haben wieder 8 Eisen bekommen. Zu dir, Villager, gehe ich gleich. Ich würde sagen, dann sehen wir einfach, was für Trades er hat. Aber davor bauen wir uns ganz schnell eine Eisenrüstung. Und zack, ich gehe mal hier hinten hin. Uri, ich werde auf jeden Fall nicht zu dir kommen und dich angucken. Alles gut. Zack, ich baue mir mal eine Hose. Und ich würde sagen, für Uri bauen wir auch nochmal eine Hose. Und die packen wir ihm jetzt einfach mal hier in die Kiste rein. Und jetzt, Villager, komme ich zu dir da oben. Wieso hast du dich da oben verschanzt? Oh Mann, der hat immer so komische Spawnmöglichkeiten. Das eine Mal kommt er auf das komische Haus und jetzt entscheidet er sich dafür, auf dem Baum zu landen. Mann, du mit deiner Rakete. Such dir endlich mal einen vernünftigen Platz aus. Und wie willst du jetzt hier runterkommen? Egal, hoffentlich hast du gute Trades. Und wow, das sieht ja richtig gut aus. Und ich frage mich immer noch, wie wir an Gold rankommen sollen.
Okay, Freunde, ich glaube, wir sollten uns auf das Gunpowder konzentrieren. Wow, der tradet uns ja ganz viel Gunpowder und auf die Strings. Damit könnten wir uns zum Beispiel einen Angel machen, Freunde. Okay, aber erstmal müssen wir dich hier irgendwie runterkriegen. Komm schon, du Villager, geh da jetzt runter und bitte fall nicht komplett ins Nichts. Okay, ich glaube, das sollten wir hier ein bisschen absichern, damit das ein bisschen einfacher wird. Und jetzt schiebe ich dich noch hier lang. Perfekt, perfekt. Oh nein, wenn Uchi davon nur wüsste, ich werde es ihm gleich sagen. Und zack, 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 hier runter und weg mit dir. Perfekt. Tut mir leid, Villager. Ich glaube, jetzt mag er mich nicht. Egal, ich baue hier das oben wieder alles ab. Perfekt. Und jetzt könnten wir von oben einfach den Baum abbauen. Und zack, ich trade wieder mit dem Villager. Warte mal. Ist das dein Ernst? Du hast die Preise angestiegen, nur weil ich dich da gerettet habe? Oh Mann, ich wollte dich doch gar nicht schlagen. Das war doch nicht extra. Du musstest da runter. Und deswegen hat er jetzt die Preise teurer gemacht. Oh Mann, du bist echt ein blöder Villager. Weißt du was? Ich nehme das ganze Eisen und werde trotzdem jetzt mit dir traden. Und wir holen uns mal ganz viel Gravel. Oh, wow, wir können uns ganz, ganz viel Gravel holen. Wir haben ja nämlich richtig viel Stein. Und zack, perfekt, mit dem Gravel könnten wir uns einfach ein Feuerzeug machen, Freunde. Und damit dann ein Nether-Portal. Und machen uns eine richtig coole Eisenbrustplatte. Und zack, perfekt. Und jetzt nur noch die zweite. Gleich können wir schon den Enderdrachen besiegen, Freunde. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Also, okay, das kann wirklich nicht sein, dass du so lange brauchst. Sam Lucky, das ist ein Grundbedürfnis von dem Menschen. Also, lass mich in Ruhe. Okay, okay. Und wow, hier sind wieder beide Villager. Du hast eine jede Menge verpasst, Uki. Aber ich habe dir mal hier eine Chestbed gegeben. Eisenrüstung. Genau, fast eine volle Eisenrüstung. Hier kriegst du deine auch. Wow, wie cool. Okay, ich ziehe mir die direkt an. Und warte mal, haben die Villager vielleicht wieder neue Trades für uns? Ich weiß es selber nicht. Ich schau mal oben nach. Und zack, zack, zack. Schau du mal bei dem anderen nach. Und wow, der hat wirklich neue Trades. Der verkauft zwar immer noch Seegurken, aber er hat auch Enderaugen. Aber keine normale, sondern Enderaugen, mit denen du ins End gehen kannst. Warte mal, und siehst du das? Für 32 Erde bekommen wir einfach Gold. Damit können wir uns dann theoretisch Enderaugen holen. Okay, ich werde mir direkt das Gold kaufen und let's go. Okay, perfekt. Okay, mach das sofort und dann können wir vielleicht gleich schon ins End gehen, Freunde. Ihr habt's gehört. Ja. Ich schau mal auch nach, Uki. Ich habe 15 Gold. Du hast 15 Gold und jetzt ist der Trade nicht mehr möglich. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Gold gekauft. Wir können sogar noch Eisen kaufen. Nein, das ist passend. Jetzt können wir uns Enderaugen damit holen. Oh, ja, das können wir. Dann mach doch sofort, Uki. Oder musst du da... Ah, du musst es noch schmelzen. Ganz vergessen, ganz Freunde. Ganz genau. Okay, Uki, du hast wahrscheinlich aus den ganzen Öfen das ganze Eisen genommen. Dann würde ich sagen, kannst du das mal gleich zu einem Helm machen und zu Schuhen. Perfekt. Und das werde ich auch direkt machen. So, so, so. Eisenrüstung ist aber eigentlich gar nicht mal so wichtig, weil wir müssen uns doch so oder so noch später Diamantenrüstung machen. Nein, Eisenrüstung ist auch schon stark. Damit können wir auch den Enderdrachen besiegen. Und oh, mir fehlt genau ein Eisen für Stiefel. Was? Ich habe jetzt keine Stiefel? Egal. Oh, hier ist noch ein Eisen, okay, in der Kiste. Zack, hier gebe ich es dir und gib mir dann gleich die Stiefel. Wir müssen wirklich mal aufpassen, dass die Villager hier nicht irgendwie runterfallen. Nein, das kann nicht wahr sein. Wo ist der andere Villager, Uki? Ist er nicht eiskalt runtergefallen, oder? Was macht er denn? Oh, nein, das kann schon wieder nicht wahr sein. Wo ist der, Uki? Wo ist der? Och, Mann, der ist einfach runtergefallen. Ey, Freunde, irgendwie läuft alles gar nicht nach Plan. Diese Villager verschwinden immer. Ey, ihr seid wirklich blöd, aber du darfst sie auf jeden Fall nicht schlagen. Denkst du, hier ist jemand, der die Villager einfach... Du weißt schon, was man mit denen anstellt? Oh Mann, ich krieg langsam richtig Hunger, Lucky. Und du? Oh ja, ich krieg auch langsam Hunger. Ich hab nur noch Karotten, aber mehr nicht. Äpfel. Wow. Warte mal. Ich habe gerade einen Apfel vom Baum bekommen. Das heißt, wir können vielleicht aus dem einen Goldapfel machen. Bist du dabei? Oh ja, ich bin sowas von dabei. Uki, mach das mal. Ich baue so lange hier ab und ich warte und ich hoffe einfach mal, dass ein neuer Villager spawnt. Oh Mann, Sam Lucky, ich kann leider nur einen Goldapfel machen. Soll ich den essen? Nein, doch nicht jetzt. Wir essen den, wenn wir gegen den Enderdrachen kämpfen. Aber noch nicht jetzt, Uki. Ganz wichtig. Ja, okay, na gut. Mal schauen, ob da noch mehr Äpfel kommen, die wir jetzt essen können. Und Uki, ich baue die ganze Zeit die Steine ab. Und ich merke, da kommen auf einmal andere Sorten raus. Ich glaube, wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht. Aber irgendwie kriege ich die gerade nicht. Ja, zum Beispiel der hier. Die hatten wir bisher noch kein einziges Mal. Hä? Okay, aber Sam Lucky, weißt du was? Ich habe gerade einen Apfel bekommen. Das heißt, ich habe jetzt Essen. Lecker, oh, let's go! Was soll das? Ich habe selber kein Essen. Okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Langsam kriege ich wirklich Hunger. Oh Mann, so lange, wir werden es nicht mehr lange überleben. Wir brauchen endlich Essen. Oh, zack, zack, zack. Ich hab's echt satt, hier die ganze Zeit abzubauen. Haben die wieder neue Trades und...
Der hat wirklich neue Trades, Okri, schau mal nach. Er tradet einfach Obsidian, ein Lava-Eimer. Nehmen uns mal das Gunpowder raus, was wir gerade eben mit dem Villager getradet haben und gönnen uns einfach mal ein Lava-Eimer. Perfekt, wir haben jetzt ein Lava-Eimer. Oh yeah, damit können wir eine unendliche Steinquelle machen. Ganz genau, Okri, und bau jetzt wieder weiter ab, denn wir brauchen neue Trades und... Das ist einfach Gold gespawnt. Ja, ganz genau. Wir haben eben so viel Gold ausgegeben und jetzt spawnt es einfach hier. Oh ja, das spawnt jetzt einfach. Vielleicht spawnt da auch gleich Diamonds, Okri. Wir müssen nur noch mehr abbauen. Das dauert nicht mehr lange. Redstone, ich glaube, du liebst Redstone, oder nicht? Ja, genau. Ich liebe Redstone und ganz viel Kupfer. Aber das mag ich eigentlich nicht. Und warum habe ich gerade Damage bekommen? Komm schon, Simlucky, du schaffst das. Weißt du was? Ich mache mal was Cooles nebenbei. Du wirst gleich schon sehen. Was hast du vor, Okri? Und noch mehr Redstone, let's go! Aber irgendwie können wir das Redstone für nichts eigentlich gebrauchen. Na, eigentlich nicht. Hat der neue Trades? Nee, hat er nicht. Aber Okri, ich glaube, du hast gerade ein bisschen was als Slime gekauft und Gold und Saplings, oder nicht? Ganz genau. Und jetzt werde ich hier ganz, ganz viele Bäume platzieren. Okay, mach das. Und eigentlich sollten wir die Villager echt mal irgendwie einsperren oder so. Nicht, dass die uns immer davonkommen. Oh ja, du hast recht. Und zum Glück habe ich mir gerade Zäune gemacht. Eigentlich wollte ich damit eine Arena bauen, in der wir kämpfen. In der wir kämpfen, eine Arena? Okay, das ist echt unnötig. Das brauchst du nicht. Ich baue jetzt hier weiter ab. Okay, ich kaufe uns mal einen Tropenbaum. Der ist bestimmt cool. Oh ja, den kannst du da gleich anpflanzen. Das wäre ultra, ultra mega nice. Oh yeah, und jetzt habe ich mir direkt einen gegönnt. Und zack, wir bauen die Blöcke weiter ab. Und warte mal, was war das gerade für ein Block? Lol, wir kriegen ja wieder neue Freunde. Wie cool ist das denn bitte sehr? Und habt ihr das auch gehört? Ich glaube, der Villager hat sich wieder upgegradet. Ja, okay, wo bist du? Oh, wow. Hier vorne. Magma-Blöcke? Ja. Und schau selber. Und ein Wassereimer. Yo, Okri, das ist richtig, richtig gut. Wir haben ja nämlich ein bisschen Gold und damit können wir uns jetzt einen Wassereimer machen. Ich habe ja schon einen Lava-Eimer. Kannst du mir das ganze Gold geben, das du hast? Ja, klar, Simlucky, komm schon, nimm. Und zack, zack, zack. Oh, danke. Oh, zack, perfekt, ich hab's. Und wow, hast du viel Gold, Okri. Und ich glaube, damit machen wir wir haben ja gerade einfach eine halbe Stunde nur diesen Block abgebaut. Oh ja, da hast du recht. Da kam wirklich sehr viel Gold ab. Und jetzt, Okri, haben wir einfach einen Wassereimer. Aber ich merke gerade, wir brauchen unbedingt mal ein paar mehr Kisten. Und weil wir so viel Holz haben, würde ich sagen, machen wir das auch mal, damit wir all unsere Sachen einlagern können. Und zack, das tausche ich mal gegen Stein. Brauche ich sowieso nicht. Und jetzt, Okri, lagern wir mal alles hier hinten ein. Warte mal, das machen wir mal in unserem Haus. Denn wofür brauchen wir überhaupt unser Haus, wenn wir hier nichts einlagern? Und jetzt machen wir da alles rein, Okri. Das ganze Gold, die ganzen Werkzeuge. Und zack, 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 zack. Schau mal, wie viel Loot ich habe. Und das nehme ich mir wieder. Und Simlucky, wir können uns dann endlich mit dem Wasser essen machen. Let's go. Oh ja, du hast recht. Ich habe mir ganz viele Wassereimer gekauft. Den einen können wir dafür benutzen, eine unendliche Cobblestone-Quelle zu machen. Und die anderen beiden zum Beispiel für ein MLG oder für eine unendliche Wasserquelle. Wir können uns doch auch eine unendliche Wasserquelle machen. Genau, ist mir gerade auch eingefallen. Aber weil wir so viel Gold haben, können wir uns eigentlich auch immer Wassereimer kaufen und jetzt ein ganzes Feld voller Essen machen, Freunde. Und ich habe noch eine Karotte. Und das ist richtig gut. Aber das ist die letzte. Also war sie auf jeden Fall gut auf. Ja, alles gut. Ich habe noch rote Beete. Die ist auch, glaube ich, lecker. Oh ja, die haben die auch mal getradet, ne? Okay, wir bauen jetzt hier alles wieder weiter ab, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich sehe gerade, da kommen einfach neue Erze raus, Freunde. Ich glaube, langsam nähern uns wir wirklich dem Enderdrachen. Ey, yo, Simlucky. Schau, schau, schau. Eine unendliche Wasserquelle. Yo, okay, wie cool ist das denn bitte sehr? Nein, noch nicht. Du musst da erstmal die beiden Wassereimer platzieren. Let's go. Du hast es geschafft. Und warte mal, in der Zeit mache ich hier neben mal eine unendliche Cobblestone-Quelle. Perfekt. Und ich mache hier hinten ein Feld. Okay, mach das, Okri. Und danach baue ich das Ganze wieder ab. Und Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder, weil das kann ehrlich lange dauern. Okay, Freunde, jetzt muss ich hier noch einen Lava-Eimer platzieren und hier den Wassereimer. Und was ist denn los, Okri? Phantome. Ganz viele Phantome, Freunde. Das ist gar nicht gut. Oh nein, aber ihr seht schon, hier haben wir jetzt unsere Cobblestone-Quelle. Ah nein, was habe ich gemacht, Freunde? Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, es läuft alles schief, Freunde. Warum sind hier so viele Phantome? Kommt her, wir werden euch besiegen. Wow, der kommt angeflogen. Nein. Komm her. Mann, okay, wir werden das schaffen. Ihr dürft nicht an unsere Villager rankommen. Oh nein, ich habe auch kein Essen, okay. Aber wir schaffen es, die ganzen Phantome zu besiegen. Komm schon, du blöder Phantom. Komm her, Junge. Und komm mal, Sturzflug, aber wir kriegen ihn davor. Und zack, zack. Komm her. Perfekt, perfekt, perfekt. Let's go. Und nur noch der letzte, Okri, dann sind wir fertig mit diesen Phantomen. Wow, komm her. Zack, zack, let's go. Wir haben es, Okri. Wir sind super stark. Genau, aber unsere Quelle ist jetzt kaputt, leider. Naja, nicht so schlimm. Wir haben sowieso viel
Cobblestone. Und da ist der nächste Creeper. Oh nein, den müssen wir auch besiegen. Und zum Glück ist er nicht explodiert. Und perfekt, let's go. Let's go. Und ich mache uns jetzt endlich Essen, weil ich kann gar nicht regenerieren sollen. Oh ja, ich auch nicht. Okay, aber wir haben ja schon ganz viel Eisen, Freunde. Und damit habe ich mir gerade Eisen-Tools gemacht. Und jetzt können wir weiter abbauen, Freunde. Let's go. Ich widme mich wieder meine Arbeit. Okay, Uki, ich habe wirklich Hunger. Wie sieht's bei dir aus? Oh Mann, dein Feld ist immer noch nicht fertig. Ja, warte, warte, Blacky. Ich baue das jetzt zu Ende. Und zack, 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 okay, zack. Okay, perfekt. Ich baue den nächsten Block ab. Okri, du wirst mir nicht glauben, was hier passiert ist. Was ist denn passiert? Ist ein Creeper explodiert? Nein, kein Creeper. Komm mal her. Ich zeig dir, was richtig gut ist. Okri, es ist dein Lieblingsblock mehr, sag ich nicht. Nein, oder? Nein, oder? Nicht etwa Diamanten. Yeah! Ganz genau, hier spawnen jetzt auch Diamanten. Da kommt schon wieder ein Phantom. Geh weg von uns. Und hat der eigentlich neue Trades? Wow, der hat sogar neue Trades, der Villager. Oh yeah, wir sind super, super schnell gerade. Ja, wir sind super schnell und wir können jetzt einfach Diamantenrüstung gleich machen. Ja, die sind echt nervig. Komm schon, komm schon, komm schon, weg mit euch. Zack. Und wir haben ihn und noch der eine andere. Zack. Perfekt, die haben wir jetzt besiegt. Warte mal, ich schau mal wieder bei den Trades nach. Ich habe noch 2 Hungerbalken und noch 3 Herzen. Oh, das ist gar nicht gut. Aber wir haben hier sogar noch andere Bäume. Und der erste Diamant. Ja, let's go. Okay, perfekt. Und da ist noch ein Villager. Vielleicht hat der neue Trades. Komm schon, komm schon, komm schon. Der andere. Nein, der hat noch immer keine neuen Trades. Egal. Okay, komm schon. Ich mache uns jetzt schnell Essen, Alter. Das wird jetzt endlich langsam Zeit. Oh ja, du hast recht. Das müssen wir jetzt wirklich machen. Und ich habe direkt den nächsten Diamanten bekommen. Freunde, wie cool ist das denn bitte sehr? Let's go. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier die ganze Zeit ab und wir sehen uns wieder, wenn ich ganz viele Diamanten habe. Und da ist der nächste, Freunde, wir kriegen sowas von viele. Ich werde die ganze Zeit hier jetzt alles abbauen. Und wow, hier ist sogar ein Emerald. Wow, Freunde, wir haben ein Emerald bekommen. Ich glaube, jetzt kommt hier der OP-Loot raus, Freunde. Wow. Ey, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Mehr abbauen, Freunde, wir müssen mehr abbauen. Nicht mehr lange sind Lucky und dann haben wir es geschafft. Und dann können wir den Enderdrachen besiegen. Wir haben schon jetzt Diamanten. Damit machen wir zuerst ein Diamantenschwert, danach Ausrüstung, danach richtig viele coole Dinge. Das bauen so coole Sachen, Uki. Okay, Freunde, ich baue hier wirklich schon richtig lange ab und hier spawnen so viele Diamanten. Ihr glaubt mir das nicht, da ist schon wieder der nächste. Und komm schon, komm schon, komm schon, ich will noch einen. Ich habe mittlerweile schon 14 Diamanten und Uki hat gerade eben auch schon richtig viel abgebaut. Ich bin gespannt, wie viele der hat und da können wir uns vielleicht sofort eine Diamantenrüstung craften. Wie cool wäre das denn bitte sehr? Oh ja, und vielleicht auch ein Diamantenschwert zum Lucky. Okay, Uki, ich gehe mal zu dir und wow, du hast ja hier schon ein riesiges Feld gemacht und sind das etwa deine Diamanten und Emeralds? Ja, Simlucky. Ich habe so viele. Okay, ich schau mal nach. Und jetzt haben wir insgesamt 34 Diamanten und 15 Emeralds. Und hat der neue Deals? Nein, der nicht. Hat der vielleicht neue Trades? Mal gucken. Und, wow, der hat wirklich neue Trades. Aber, leider keine guten. Was bringt mir ein Wassereimer mit ganz viel Fisch? Das ist voll komisch. Das brauche ich gar nicht. Oh Mann, stimmt, der gibt uns einfach nichts Gutes. Obwohl, denkst du nicht, dass ein Kugelfisch lecker wäre? Lecker? Okay, du willst jetzt nicht etwa einen Kugelfisch essen? Lass mich mal auch selber nochmal schauen. Ich glaube nämlich, wir könnten mit einem Kugelfisch ein Aquarium machen. Aber das könnten wir wann anders machen, denn unser Hauptziel ist es ja gerade, einen Enderdrachen zu besiegen. Oder sollen wir ein Aquarium machen? Komm schon, wir machen einfach schnell ein Aquarium. Also, ich würde sagen, wir machen hier vorne das Aquarium hin. Zack. Oh, Simlucky, ich brauche Glas für das Aquarium, oder nicht? Oh, ja, aber wir sollten eigentlich genügend Glas haben. Das haben wir davor alles bekommen. Und ich glaube nicht, dass wir genügend Glas haben. Doch, doch, wir haben genügend. Schau mal hier vorne in der Kiste. Sehr gut. Oh, wirklich? Wo ist denn das ganze Glas? Zeig mal. Und schau selber. Hier sind 15 Stück. Perfekt, das müsste reichen. Und hier sind nochmal 12 Stück und nochmal 4 normale Stückchen. Okay, Uki, ich gebe mal Simlucky, was hast du mit unserer unendlichen Steinquelle gemacht? Darüber reden wir nicht. Also, ich gebe dir mal das ganze Glas. Zack, zack, zack. Hier hast du das. Hier. Oh, perfekt. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, müssen wir uns wieder dem Wichtigen widmen, nämlich die ganzen Blöcke abbauen und warten, bis ein neuer Trade kommt. Oh, okay, Freunde, ich bin hier wirklich schon seit Ewigkeiten das alles am Abbauen und ich kriege hier die ganze Zeit Diamanten und richtig viele andere coole Dinge raus. Und schaut mal nach, ich habe hier schon 34 Diamanten und das ist nicht alles. Das hatten wir gerade eben schon. Nämlich haben wir hier uns ein
ganzen Loot, Freunde. Schaut euch das an. Wir sind so reich geworden. Und damit können wir uns gleich richtig coole Trades machen. Außerdem habe ich mir schon noch ein bisschen was ertradet. Nämlich habe ich jetzt ganz viel Scoot. Und damit könnten wir uns gleich einen Schildkrötenhelm machen. Und der Villager hat jetzt wieder keine neuen Trades. Obwohl, er hat neue Trades. Aber die sind echt schlecht. Die brauchen wir nicht, Freunde. Ein Schwamm, wofür brauche ich das? Aber ich sehe gerade, ich habe Hunger. Und wow, Okri, du hast ganz viel Essen gemacht. Yeah! Simlucky, schau, was ich auch gemacht habe. Ein Aquarium. Wow, okay, warum schreist du denn so ein Aquarium? Let's go. Du warst so weit weg. Mach da den ersten Fisch rein. Ich mache jetzt den ersten Fisch und rein und zack. Und, ein Kugelfisch. Okay, let's go. Nein, er vergiftet mich, okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Was hast du denn getan? Warum machst du einen Kugelfisch rein? Das war eine schlechte Idee. Oh Mann. Dem nähern wir uns nicht mehr, okay, okay? Okay, egal. Jetzt habe ich endlich keinen Hunger mehr und kann das alles abbauen. Let's go. Du hast hier ein riesiges Möhrenfeld gemacht. Und das wird auch endlich Zeit. Ich habe so Hunger. Und let's go. Die sind so lecker. Wir haben endlich Möhren. Und Karotten. Wir können uns jetzt gleich Diamantenrüstung machen und dann zum Enderdrachen gehen. Ja, ganz genau. Das wird so spaßig. Okay, ich nehme mir jetzt die Diamanten raus. Zack, zack, zack. Ja, das wird wirklich schrecklich. Und ich mache uns jetzt die Diamantenrüstung. Darauf haben wir lange gewartet. Und zack, ich fange an mit einer Brustplatte. Davon können wir direkt zwei Stück machen. Let's go, mach mir zack, auch ein. Ich liebe zack. Diamanten. Und als nächstes mache ich uns eine Hose und ein Helm. Und das mache ich nochmal. Ich mache mir ein Baumhaus. Ein Baumhaus? Warum machst du dir jetzt ein Baumhaus, Okri? Wow, da ist dieser Dschungelbaum gewachsen. Der ist ja mal spät gewachsen. Aber da können wir wirklich ein Baumhaus machen. Aber wir wollen ja den Enderdrachen besiegen, Freunde. Nein, nein, nein. Wir wollen ein Baumhaus. Let's go, let's go, let's go. Wie? Warte, was? Okri, nein. Ich mache jetzt weiter die Diamantenrüstung. Du musst dir Prioritäten setzen. Und wir haben sogar genügend Diamanten für ganz viele Schuhe, Okri. Und jetzt ist deine Rüstung ready. Und meine auch schon. Komm schon her. Du kannst sie jetzt kriegen. Und zack, zack, zack. Ich bin Full Diamond, Okri. Ja, ich habe so Lust auf Diamanten. Yeah, let's go. Oh, zack, runter hier. Wow. Pass auf, Okri. Okay, zum Glück hast du es geschafft. Diamond G-Profi. Wow, und hier ist eine Diamantenrüstung. Let's go. Wir können gleich den Enderdrachen besiegen. Davor brauchen wir noch schnell ein Schwert. Zack, zack. Das mache ich uns aber auch perfekt. Und jetzt haben wir schon fast den besten Loot in Game, Okri. Und zack, zack, zack. Ich brauche so immer viele mehr Diamanten. Warte mal, ich glaube, der hat neue Trades. Ja, let's go. Sogar gegen Diamanten. Das heißt, wir können jetzt Enderaugen holen. Let's go. Wir haben genug. Wie Enderaugen? Er tradet Enderaugen. Schau selber, schau selber. Und wow, hast du schon getradet? Ganz viele. Warte mal, ich habe leider nicht so viele Diamanten. Und zack, perfekt. Ich habe 12 Stück. Wow. Wir brauchen auch nur 12 Stück für das Enderportal. Jetzt brauchen wir noch Enderrahmen. Dann können wir sogar da rein. Oh ja. Ja, du hast recht, Okri, aber ich glaube, dafür müssen wir doch mal gegen diese ganzen Zombies kämpfen. Warum kommen jetzt ausgerechnet Zombies? Und zack, wir werden euch besiegen. Ich habe keine Chance. Bam. Ja, genau. Ey, wir haben wirklich keine Chance. Wir müssen ein Schild machen. Schlimm, ich mache uns jetzt ein Schild und Freunde, zack, zack, zack. Perfekt. Ich glaube, so sollte das passen. Und jetzt hier nochmal zwei davon, denn wir wollen ja mehrere Schilde und hier noch ein Eisen hin. Und zack, jetzt haben wir zwei Schilder. Okay, Okri, ich kann dir eins geben. Und ich sehe gerade, du hast sogar in der Zwischenzeit dein Baumhaus weitergebaut. Ja, ja, ja. Und warte mal, was macht ein Skelett da oben? Oh, ich weiß auch nicht. Und da ist sogar eine Spinne. Zum Glück sind die nicht hier unten gespawnt. Und nein, Okri, da ist ein Creeper bei uns im Feld. Du kannst doch nicht unser Hab und Gut, unser Essen kaputt machen. Okay, ich werde schon aufpassen, ich werde schon aufpassen. Und zack, schnell, 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 schnell. Oh, yeah, perfekt, wir haben es geschafft. Und jetzt, Okri, müssen wir nur noch drauf hoffen, dass ein Villager uns endlich den Trade gibt, dass wir ein Enderportal bauen. Oh Mann, ich bin so lange schon am Abbauen, Freunde. Hier kommt wirklich nichts Neues. Oh, Seelensand? Ich glaube, wir haben die nächste Stufe erreicht. Und eigentlich sollte der Villager jetzt wieder neue Trades haben, wenn das immer kommt. Aber irgendwie passiert nichts, irgendwie finde ich den einen Villager überhaupt nicht mehr. Wo ist der denn? Der eine Villager? Oh nein, nicht, dass der schon wieder runtergefallen ist, Okri. Das kann doch alles nicht wahr sein. Oh ja, oh ja, oh ja. Egal, ich gehe mal ein Baumhaus weiterbauen. Mann, das wird so cool. Dein Baumhaus? Okri, konzentrier dich mal auf die wesentlichen Dinge. Wir können doch kein Baumhaus die ganze Zeit abbauen. Was ist warte mal, Lucky, einen Moment mal. Ja? Der Villager ist hier oben. Wie? Der Villager ist da oben? Ist da ein neuer gespawnt auf dem Baum? Oh Mann, warum spawnen die denn immer auf Bäumen, Okri? Ich habe keine Ahnung, aber weißt du was? Ich trade jetzt mit ihm ganz, ganz... Warte mal,
Das kann nicht sein, er hat Enderportalrahmen. Let's go! Nein, Okri, oder der hat Enderportalrahmen. Wie cool ist das denn bitte sehr? Wir können jetzt unser Enderportal bauen, Freunde. Denn wir haben ja schon Enderaugen. Und Eimer? Wow, das würde Lea sowas von freuen. Oh ja, das würde Lea sowas von freuen. Und wir könnten hier uns das Aquarium erweitern. Okay, lass uns das sofort machen. Aber, Sam Lucky, ich brauche genug Diamanten. Diamanten? Okay, wir haben doch richtig viele Diamanten. Ich hab ganz viele. Alles gut. Enderportalrahmen. Wir brauchen ja nur 12 Stück. Jetzt schreibt einfach mit 5 Diamanten 4 Enderportalrahmen. Das müsste reichen. Oh, das reicht sowas von. Okay, wir haben viel, viel mehr Diamanten. Ey, Mann, hier droppt halt die ganze Zeit Eisen, Redstone, die Smaragde. Oh, wir haben so viel Vorrat, Okri. Jetzt mal wirklich hier schon wieder ein Diamant. Zack, runter hier. Wow. Let's go. Okri, komm, zeig schon. Oh, wow, du hast es wirklich. Oh, Mann, ich dachte, du prankst mich oder so. Nein, schau doch selber. Der ist dort oben. Hast du nicht gesehen, den Villager? Nein, den habe ich gar nicht richtig gesehen. Ist der da wirklich? Wow, was? Der ist da wirklich, Freunde. Einfach auf dem Dschungelbaum. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir bauen jetzt unser Enderportal und wir machen das mal weg und bauen das einfach hier vorne. Den Zaun brauchen wir sowieso nicht. Genau, lass es dort vorne hinbauen und perfekt. Oh Mann, weißt du, wie so ein Enderportal gebaut wird? Nicht unbedingt richtig, Freunde. Wisst ihr das? Schreibt mal in die Kommentare rein. Also, ich brauche da immer ein bisschen Glück und ein paar Versuche. Ansonsten... Okay, also, Simba, du stellst dich in die Mitte und du platzierst hier 3 Stück, hier 3 Stück und da 3 Stück. Und hier 3 Stück. Und warte, bevor wir gehen, Simlucky, wir müssen unbedingt eine Freude bereiten, okay? Wie eine Freude bereiten? Was meinst du, Okri? Was willst du machen? Also erstmal lass uns das ganze Essen mitnehmen, damit wir gleich im End genug Essen haben. Oh, du hast recht. Wir müssen das vorbereiten auf den Endfight. Das habe ich ganz vergessen. Ich muss den ganzen Loot hier rausnehmen. Zack, 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 zack. Und wir brauchen eigentlich einen Bogen, oder nicht? Essen? Ja, wir brauchen einen Bogen. Aber wir hatten noch ganz viele Strings von den Villagern. Also wir sollten ja irgendwo Strings haben. Ja, genau. 9 Stück habe ich mir mal ganz am Anfang getrackt. Okri, das würden sie jetzt voll zum Nutzen. Und damit kann ich mir jetzt einen Bogen machen. Ja, das macht aber keinen Sinn. Wir haben überhaupt keine Pfeile. Das heißt, wir nehmen einfach Erde, um uns so Hauch zu bauen. Oh yeah, Simlucky. Und wir dürfen natürlich unseren Kugelficht nicht alleine lassen. Also, weißt du, was wir jetzt machen? Nein, weiß nicht, aber hier ist eine Spinne. Willst du jetzt das Axolotl zum Kugelficht da hin tun? Ja, ganz genau. Und zack, rein da. Jetzt hast du einen Freund. Let's go. Das Axolotl hat endlich einen Freund. Was? Nein, der blöde Kugelficht. Geh weg, du blöder Kugelficht. Oh. Ach man, das war nochmal knapp, Okri, aber du bist vergiftet. Ja, alles gut. Und den Axolotl geht es gut. Schau mal, wie schöne Runden er dreht. Oh ja, der dreht richtig schöne Runden. Dem geht es wahrscheinlich richtig schön. Lol, du hast einfach 2. Wie cool ist das denn bitte sehr? Jetzt sind die zusammen richtig glücklich. Guck mal, die machen die ganze ganz viele Spins. Okay, lass die mal einfach rauslassen und zack. Rauslassen? Okri, was ist denn mit dir los? Nein, nicht rauslassen, nicht rauslassen. Ich baue es wieder zu. Also, lass uns jetzt zum Enderportal gehen. Da ist ein Creeper. Nein, aber du machst so viele noch Creeper nicht alles kaputt. Wow, wie viele sind hier? Oh nein, von hinten kommen noch Skelette. Und zack, 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 ich muss hier alles... Oh nein, was machen die ganzen Creeper? Aber die haben zum Glück ein paar Pfeile gegeben. Und zack, den müssen wir auch noch besiegen. Aber das ist auch der letzte. Viele Monster, ehrlich, Mann. Simlucky, wir müssen das alles hier ausleuchten. Aber egal, wir sind jetzt eh weg. Wir gehen jetzt ins Enderportal. Let's go, Simlucky, komm schon. Oh ja, wir sind die Besten, okay. Und deswegen werden wir das ja schaffen. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Ich kontrolliere nochmal schnell. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt muss ich die ganzen Enderaugen platzieren. Und zack, 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 zack. Zack, und du platzierst die restlichen Reste. Hier. Warte mal, Simlucky, ich mache mir erstmal noch ein Schild hier und schreibe einfach Tschüss rein. Okay, Freunde, ihr habt's verstanden. Wir werden es jetzt schaffen und von dieser komischen Insel runterkommen. Komm ich nie wieder zurück auf diese Insel. Tschüss. Und jetzt platziere die letzten Enderaugen und zack, 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 zack. Und die letzten. Okay, komm schon. Und let's go. Wir haben es geschafft. Nein, Okri, was machst du? Nein, Freunde. Ich bin jetzt im End. Okri, kommst du auch? Da bist du ja endlich. Okay, Simlucky, und? Nein, warte mal, vor ist der Ender da, wir müssen aufpassen. Okay, lass uns da rüber bridgen, komm. Okay, komm, wir gehen jetzt rüber und pass auf, dass du nicht runterfällst. Mach bloß kein Fast Bridge. Oh Mann, zack, okay, zack, das zack, machst zack, du jedes Mal, das ist so riskant, das darfst du nicht. Und schau mal, was ich auch kann, Und zack, 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 Oh Mann, okay, was machst du schon wieder? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass du der Beste bist, aber das kannst du nicht jedes Mal machen. Und zack, ich bin oben und hier sind ganz viele Endermen. Schau, die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Würdet ihr einfach Fast Bridge machen, wenn ihr beim Ender Dragon seid?
Let's go! Oh, das würde bestimmt niemand machen, weißt du was? Ich töte mal einen Enderman, aber das ist auch der einzige, denn ich will eine Enderperle. Perfekt, ich habe eine Enderperle bekommen und ein Lapis Lazuli. Wie habe ich das denn bitte sehr bekommen? Hä? Auch zum Enderman ein Lapis Lazuli? Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie Ukri, aber jetzt müssen wir die ganzen Cubes zerstören. Wir müssen das Shelter hochbauen. Komm, komm, komm. Okay, das machen wir. Bau du dich da hoch, ich baue mich dort hoch und das geht ehrlich hoch. Oh nein, Freunde, wenn er mich runterschubst... Hast du einen Wassereimer? Ja, genau. Ich habe einen Wassereimer, aber einen zweiten nicht. Hast okay, also Blacky, schau es dir an. Schau es dir an, was ich jetzt machen werde. Ich platziere hier vorne Wasser, damit die Explosionsrate nicht so hoch ist. Explosionsrate? Okay, das macht keinen Unterschied. Explodieren lassen. Wow. Okay, perfekt. So hat's auch geklappt. Naja, okay, das nächste Mal vielleicht ein bisschen einfacher machen, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen den Enderdrachen jetzt besiegen. Oh ja, wir haben keinen Pfeil und Bogen. Das ist halt sehr schwer jetzt. Oh ja, da hast du recht. Ich baue mich jetzt hoch und perfekt. Der Enderdrachen ist da unten. Er darf mich ja nicht sehen. Und das muss ich jetzt zerstören. Ich mache das ein bisschen anders. Nämlich baue ich hier eine kleine Wand hin und jetzt zack, perfekt. Und ja, ich hab's geschafft, Freunde. Der zweite Stern ist kaputt. Jetzt nur noch zum nächsten. Und zack, 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 zack. Wir werden das schaffen, Freunde. Natürlich werden wir es schaffen, Simlucky. Wir sind die Besten. Okay, der nächste Stern und zack. Warte mal. Denkst du, wir kommen wirklich nach Hause, wenn wir das schaffen? Ja, glaube ich schon, Ukri. Dann können wir ins Enderportal und dann werden wir das schaffen. Und ich baue mich weiter hoch. Perfekt, 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 Ukri. Runtergefallen. Ach, du bist runtergefallen. Das darfst du nicht machen. Aber du musst aufpassen. Du musst dich auf jeden Fall dann safen mit einem Water Emergy. Ja, alles gut. Habe ich gemacht. Aber oh nein, ich bin auch runtergefallen. Und oh, zum Glück. Ich habe es geschafft, Ukri. Mann, wir sind einfach die besten Water Emergy, aber wir können irgendwie nicht hochbauen. Zu schlecht sind. Oh ja, du hast recht. Man darf wirklich nicht fast bridgen. Dann kann das mal vorkommen. Und Lucky, let's mal, go. Ich jetzt oben. Bin ich wieder oben. Du bist fast oben. Ich bin auch fast oben. Bist du da drüben? Und... Warte, kann ich es abbauen? Kann ich es abbauen ohne Wasser? Okay, ich sehe absolut gar nichts. Aber ich würde sagen, ich baue das bei mir jetzt auch schnell ab. Und zack, perfekt. Ich habe es kaputt gemacht. Aber du musst ehrlich aufpassen. Das macht richtig viel Damage. Ja, du kannst abbauen ohne Wasser. Es macht keinen Unterschied. Doch, klar macht es einen Unterschied. Mit Wasser hat es überhaupt keinen Schaden weggenommen. Und es macht ein bisschen Schaden. Ist das so, Freunde? Schreibt mir in die Kommentare, ob das einen Unterschied macht. Ich glaube nicht. Egal. Okay, Freunde, ich muss jetzt den nächsten Cube zerstören. Und ich würde sagen, dafür benutze ich diesmal einfach meinen Bogen, weil ich habe jetzt keine Lust runterzugehen. Und zack, perfekt. Ich habe es geschafft. Okay. Okay, wir haben schon richtig viele zerstört. Oh, siehst du mich? Siehst du mich, Simlucky? Oh nein, okay, ich sehe dich irgendwie nicht. Du bist viel zu weit entfernt. Weißt du, wir treffen uns einfach in der Mitte. Okay, so machen wir das. Ich gehe hier runter und zack, perfekt. Water Emergy habe ich geschafft. Jetzt muss ich nur hier nur noch schnell eine Wand platzieren. Oh, perfekt. Und jetzt den nächsten Cube zerstören. Okay, ich glaube, ich zerstöre viel mehr Cubes als du. Ey, was redest du? Stimmt doch gar nicht. Doch, ich habe schon viel mehr kaputt gemacht. Du hast erst richtig wenige kaputt gemacht. Wir werden am Ende sehen, wer die meisten kaputt gemacht hat, okay? Na gut, das schauen wir uns am Ende an. Okay, ich zerstöre den nächsten Cube, Freunde. Und jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Und zack, ich springe hier wieder hin und baue jetzt hier die Wand hin. Und Enderdrache, bitte komm nicht zu mir. Und perfekt, die habe ich jetzt auch erstellt. Und jetzt den letzten. Nein, das ist noch nicht der letzte. Und zack, 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 zack. Ich bin fast drüben. Und Ukri, du hast den letzten zerstört. Warte mal, was? Nein, noch einer da vorne. Ich kriege. Nein, Ukri, ich bin erster. Und zack, let's go. Ich habe schon geschafft. Und jetzt geht's erst richtig los zum Lucky, ganz genau. Und Ukri, was machst du? Oh, zum Glück hast du es geschafft. Ich nehme die sichere Variante. Und let's go. Und zack, perfekt. Also, okay, wir können jetzt in die Mitte und TNT platzieren. Du hast TNT, ist etwas anderes. Ja, ganz genau. Weißt du nicht, als ich das ganze Gunpowder gekauft habe? Oh, doch, ich kann mich noch erinnern. Und damit Sand gemischt habe? Ja, da habe ich ja auch gesagt, du willst TNT machen, aber du meinst, du willst kein TNT machen. Ja, aber ich habe auch daran gedacht, nicht dein Haus zu sprengen oder so, sondern den Enderdrachen zu sprengen. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Okay, dann platzier mal oben das ganze TNT und wir müssen nur noch warten, bis der hier runterkommt. Oh Mann, du Enderdrache, komm schon hier runter. Oh, du kommst schon, wir platzieren hier alles. Wow, okay, wie viel TNT hast du denn bitte sehr? Und ich glaube, er kommt in die Mitte, okay. Du musst dich gleich alles zünden. Hast du auch ein Feuerzeug? Ja, natürlich. Das Feuerzeug, was du mir gemacht hast. Ja, lass uns das ausprobieren. Komm schon her, du kleiner dummer Enderman. Oh, zack. Nein, er hat mich hier gerettet, Ukri. Oh, Mann. Nein, das war alles gut. Ich habe ein MLG gemacht. Ukri, der Enderdrache geht gar nicht in die Mitte. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich glaube, so können wir dich besiegen. Wir kommen nicht an ihn ran. Oh, wir haben echt keine Chance. Was machen wir? Oh, ich weiß es auch nicht. Wir brauchen Pfeile. Aber wie kriegen wir denn bloß nur Pfeile? Ich weiß es nicht, Mann. Doch, okay, ich habe eine Idee. Wie wär's denn, Freunde, wenn ihr jetzt allen ein Like und ein Abo da lässt? Und vielleicht kriegen wir dann aus dem Zufall Pfeile. Ich weiß auch nicht, vielleicht wird es hier klappen, Freunde. Ja,
Komm schon, wir versuchen das. Und ich versuche, die Endermans hier zu besiegen. Mann! Okay, du darfst nicht alle schlagen. Oh nein, das sind zu viele. Und perfekt, Freunde, ihr habt's gehört. Lasst jetzt alle ein Abo und ein Like da. Auf 3, 2, 1 und 0. Und okay, das sind viel zu viele Endermans. Du musst einen Goldapfel essen. Ja, alles gut. Ich schaff das. Ich bin der Beste. Okay, okay. Ich glaub dir. Und perfekt, wir haben's geschafft. Also, Freunde, habt ihr ein Abo und ein Like da gelassen. Vielleicht kriegen wir dann Pfeile. Da vorne ist eine Truhe. Woher kommt die denn? Eine Truhe, Uri? Und warum attackiert mir nicht die ganze Zeit diese blöden Endermans? Wie ist sie denn da hingekommen, Uri? Ich weiß es nicht. Schau mal selber. Okay, ich schau mal nach. Nicht, dass das eine Falle ist. Und da sind ganz viele Pfeile drin, Uri. Ich glaube, es hat geklappt. Hey Leute, dank euch, Mann. Ihr seid die Besten. Hashtag Team Blau, Hashtag Uri Army. Was? Hashtag Uri Army? Nein, Hashtag Sam Lucky Army und Hashtag Rot. Okay, ich würde sagen, Hashtag Ukri und zum Lucky Army, beste Army, oder nicht? Genau, Freunde, und jetzt attackieren wir den Enderdrachen. Du musst jeden Hit treffen und zack, let's go. Es sieht richtig gut aus, wir werden die gleich kriegen. Ja, let's go. Guck mal, ich bin der Beste im Pfeilbogen schießen. Vertrau mir, jeder Hit ist drauf. Oh ja, Ukri, wir werden jeden Hit treffen. Jetzt gerade sieht es nicht so gut aus, Freunde, aber gerade eben was besser. Und schau mal, er hat nur noch die Hälfte vom Leben, Ukri. Ja. Zack! Und wir haben auch nicht viele Pfeile, Uri. Du weißt ganz genau, nur insgesamt ein Stack. Das heißt, wir müssen wirklich jeden Pfeil treffen, sonst schaffen wir das nicht. Und drauf da, wir schaffen es im Lucky. Ja, genau. Komm schon, du blöder Enderdrache. Wir werden dich kriegen. Und zack, 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 die letzten Pfeile, Uri. Ja, die letzten Pfeile. Und ich habe nicht mehr viel, aber trotzdem müssen wir es schaffen. Oh ja, Uri, ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel. Das sind die letzten. Und warte mal, lass mich hochbauen, dann treffen wir ihn somit. Und Uri, der letzte Schuss. Und zack, wir werden es schaffen. Doch nicht der letzte Schuss. Und diesmal der letzte Schuss. Und jetzt. Uri, du hast es geschafft. Let's go. Let's go. Wir haben den Enderdrachen besiegt, Freunde. Let's go. Let's go. Sehr gut, und ich schau mal, wie viele Erfahrungspunkte. Wow, so viele Erfahrungspunkte. Ich bin schon Level 30. Wow, geht das schnell, Freunde. Und jetzt können wir vielleicht endlich nach Hause gehen, Uri. Ja, ganz genau. Ich esse den goldenen Apfel. Sam Lucky, willst du ein episches Fight haben? Ja, komm, wir machen jetzt ein Battle, Uri. Komm schon her. Wow. Also, Freunde, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, bei Uri vorbeizuschauen, würde ich sagen. Und zack, perfekt. Und jetzt drück schnell aufs nächste Video, Freunde. Schnell. Ich esse den goldenen Apfel und jetzt geht's so richtig los. Und zack, bam. Komm schon, geht's labern. Zack, 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 zack.